Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu einem sehr knappen Video. 2 Minuten soll es lang werden. Ich hoffe, ich halte die Zeiten ein. Das Weltall. Ihr wart bestimmt alle schon mal draußen, wart campen oder seid draußen ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen hier, keine Ahnung, und guckt mal in den Himmel. Ihr seht das Weltall. Unendliche Weiten. Meine Frage ist vielleicht die komplizierteste Frage der Welt. Was war vor dem Urknall, vor 4,5 Milliarden Jahren? Und was ist am Ende des Weltalls? Wenn wir immer in eine Richtung fliegen würden, mit dem Raumschiff, immer in eine Richtung, Billionen, Billionen Kilometer, was ist da? Hört das Weltall irgendwann mal auf? Was erwartet uns am Ende des Weltalles? Ist am Ende des Weltalles vielleicht, keine Ahnung, eine Galaxie von vielen tausend Erden, erdähnliche Planeten? Ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist eine komplizierte Frage. Andere Frage. Vor 4,5 Milliarden soll ja die... Und soll ja... die Erde entstanden sein, glaube ich. Sowas irgendwie. Universum, blub blub. Ich glaube, das war vor 10 Milliarden Jahren. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber das spielt gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt? Was war vor dem Urknall? Was war davor? Das Nichts muss ja irgendwo entstanden sein. Ne? Ne? Es entsteht nicht einfach so ein Urknall. Boom. Es muss davor ja was gewesen sein. Ne? Es kann ja nichts entstehen, wenn nichts da ist. Es ist eine komplizierte Sache. Und ich dachte, frage einfach mal. Also, ich frage euch einfach mal. Was ist am Ende des Weltalles? Und was war vor der Entstehung unserer Galaxie? Was war da? War da vielleicht wirklich Jesus Christus, Gott oder so, der das entstanden hat? Ich weiß es nicht. Es ist so kompliziert. Oh, komplizierte Fragen. Ich glaube, ich habe euch schon überfordert. Aber ich musste das einfach mal raushauen. Haut auf jeden Fall rein und grübelt mal ein bisschen nach.